Guten Morgen, ich bin jetzt im Stall angekommen. Ich musste einmal über die Anlage fahren, weil ich meine Longe gestern oben vergessen hatte. Und ich dachte, wir hätten heute Turnier, habe schon Angst gehabt, dass es dann jemand weggeräumt hat. Aber wir haben, glaube ich, erst ab morgen Turnier. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist auch ein Springturnier und theoretisch hätte ich hier natürlich jetzt auch reiten können, aber in der Praxis ist es so, dass ich jetzt natürlich eine Weile keinen Springunterricht hatte. Wie ich ja schon in dem letzten Video gesagt habe, ist das nicht immer ganz so einfach. Es liegt auch nicht nur an mir, einmal fürs Protokoll. Und genau, das heißt, wenn ich nicht regelmäßig springe, dann fahre ich da nicht hin. Dieses Mut zur Lücke und vorbereitet in eine Prüfung reiten, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Das kann man natürlich dann sehen, wie man will. Man kann natürlich sagen, naja, ach, so ein Springpferde, ein Sterne, das schaffen deine Pferde doch. Klar schaffen die das, aber ich würde es ja auch gut machen. Und einfach nur Hauptsache durch und dann vielleicht am Ende irgendwie auch auf Ach und Krach eine Schleife zu ergattern oder so. Das ist für mich irgendwie nicht so das Ziel von nachhaltiger Pferdeausbildung. Also nicht, dass ich jetzt meine, dass ich irgendwie krass Pferde ausbilde, aber mein Amateurverstand reicht dafür schon aus, das irgendwie einordnen zu können. Und genau, ich bin jetzt halt im Stall angekommen. Ich fange jetzt gleich auch schon direkt an. Ich muss mal gucken, was ich heute mit den Pferden mache. Ich glaube, ich reite die tatsächlich alle in der Prüfungshalle, sofern wir kein Turnier haben. Das werde ich noch rausfinden. Also wenn, dann kommen heute in Anführungszeichen nur die Profis. Also mit den ganzen Springpferdeprüfungen, es könnte gut sein. Das sind nette Linien. Also entweder ist es ein Stil A1-Sterne oder ist es eine Springpferde A1-Sterne. Eins ist von beidem. Auch wenn man sagen muss, beim letzten Springturnier waren auch die Springpferdeprüfung happig gebaut von den Linien. Genau, ich muss meine Pferde überhaupt erstmal als Turnierpferde eintragen lassen. Ich habe den Zettel ausgefüllt und ihr erinnert euch, dass ich das letztes Jahr gemacht habe und auch mich mit ganz viel von euch ausgetauscht habe. Und schlussendlich habe ich bis heute vergessen, das abzuschicken. Das heißt, ich habe schon im November alles fertig gemacht und bis jetzt nicht abgeschickt. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Formulare hingepackt habe. Ich muss die wahrscheinlich jetzt eh einmal alle nochmal raussuchen oder im Zweifel nochmal alle ausdrucken, weil ich sie nicht mehr habe. Es tut mir übrigens leid, dass ich hier so mit verschränkten Armen so abwehrhaltungmäßig sitze, aber mir ist so kalt. Ich weiß überhaupt nicht warum. Wie warm ist es denn eigentlich? Ja, bitte zeig mir die Temperatur an. Warum zeigt ihr mir das nicht an? 7,5 Grad sind. Das ist ganz schön viel für das, was wir die letzten Tage hatten. Und ich friere. Ich friere so doll. Allein der Weg gerade raus, um meine Longe zu holen, war einfach schon viel zu kalt. Und ich habe so viele... Geht das jetzt nicht aus? Und ich habe so viele Schichten an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Funktionsshirt. Hier so ein Merino-Woll-Pullover. Dann habe ich eine Weste an. Und jetzt ziehe ich sogar noch meine Winterjacke an. Apropos Reitoutfits. Ich habe ja gestern ein ziemlich krasses Meeting gehabt. Ich freue mich, wenn ich euch bald mehr verraten kann. Also, wir haben uns noch sehr vage gehalten, so im Sinne von, ja, sollten wir zusammenarbeiten, aber das ist irgendwie nur noch so eine Formalität. Aber solange die nicht unterschrieben ist, ist es so, dass man da natürlich ein bisschen vorsichtig ist. Aber es wird cool. Ich freue mich riesig doll darüber. Morgen. Hey, mein Schatz. Guten Morgen. Cosma? Süße. Hey, ich bin hier. Ja. Brummel, brummel, brummel. Hi, mein Schatz. Guten Morgen. Na? Hey, Siva. Du magst das eh nicht so gerne. Na, Rakete? Hi.
Du kleine Maus. Oh, ist so schön. Guten Morgen. Nur Cesi, der steht auf der anderen Seite von der Boxengasse. Den kann ich hier immer nicht rausgucken lassen. Ich möchte euch, während die Pferde fressen, einmal kurz hier ein paar Produkte zeigen, die ich von einem Unternehmen netterweise zugeschickt bekommen habe. Welches es ist, das könnt ihr ganz unproblematisch hier gerade erkennen. Das hier ist die Abschwitzdecke. Die werde ich auch gleich einmal einweihen. Da bin ich ganz gespannt. Ich glaube, Lotti darf das machen. Dann habe ich hier zwei Bürsten zugeschickt bekommen. Das Ganze ist so unfassbar wunderschön und hochwertig gearbeitet. Es ist einfach nur ein Traum. Dann diese Tasche. Die kann man bestimmt als Putztasche nutzen. Es ist aber so ein feines Leder. Das würde ich würde es nicht übers Herz bringen. Und ich weiß auch schon, was wir damit machen. Aber das verrate ich noch nicht. Dann hier ein, das ist so ein Handtuch für die Trensen quasi, also dass man die Trensen damit einwickeln kann. Bin ich auch sehr gespannt. Das werde ich um meine schönste Trense rumpacken. Das ist die von Ziva, die allerdings aktuell von Cosma getragen wird, weil da das Gebiss drin war, was ich für Cosma ausprobieren wollte und zu faul war, es umzuschneiden, weil es die einzige ist, die nicht wie meine anderen Trensen mit so einem Clip ist. Das heißt, das kommt da drüber und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich hiervon tatsächlich auf eigene Kosten noch 4 Stück bestellen werde, damit alle Trensen so einen Überzug haben, weil es einfach sehr viel ordentlicher, sehr viel schöner ist und die Trensen da eben nicht so verschleißen. Und, also beziehungsweise schon verschleißen, aber einfach geschützt sind im Alltag und auch wenn man sie zum Beispiel transportiert. Gut, da gibt es auch Trensentaschen für, aber das ist sehr, sehr praktisch, gerade nach dem Putzen, dass die dann da nicht so nass hängen oder eingeölt hängen und sich der Staub dann die ganze Zeit drauf absetzt. Und dann hast du noch diese wunderschöne Schabracke, was ich wirklich unfassbar gerne mag bei den Produkten, ist, sie sind alle sehr, sehr elegant, sehr klassisch, haben aber alle irgendwie so einen besonderen kleinen Twist. Zum Beispiel hier finde ich eben die Form, diese Struktur ist komplett ungewohnt, das kennt man so gar nicht. Und ich bin so gespannt, wie das Ganze auf dem Pferd aussehen wird. Wie gesagt, Lotti wird es gleich einmal einweihen. Ich bin gespannt, wie sie da drin aussieht und ich zeige es euch gleich einmal am Pferd. So, aber bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, ich hatte Shelly hier kurz mal geparkt, während ich euch die Sachen gezeigt habe. Und wir gehen jetzt erstmal eine große Runde. Ich habe meine Sachen schon rausgeräumt und dann gehen wir noch eine große Runde spazieren. Er wartet ja immer in der beheizten Sattelkammer auf mich, wenn ich reite. Und dann fange ich an mit dem ersten Pferd. Ich denke mal, den Start macht heute Lotti. Die ist ein bisschen übermotiviert momentan. Das heißt, die longiere ich aktuell immer wieder ab. Bei den anderen mache ich es nicht. Bei Cosma nur, wenn sie 2 Stehtage hatte oder so. Aber Lotti ist aktuell wieder in einer Ablongierphase. Aber es sei ihr gegönnt. Denn sie hat, muss man auch dazu sagen, diese wilde Phase. Die hat sie nicht gehabt als Jungpferd beim Anreiten. Sie war immer ganz, ganz fein, hat eigentlich immer nur große, große Schritte nach vorne gemacht, hat sich nie daneben benommen. Sie ist jetzt 6 und entdeckt jetzt gerade so ein bisschen den jugendlichen Leichtsinn. Und das ist völlig in Ordnung. Das darf sie ruhig machen, weil wie gesagt, sie hat mich ansonsten bislang noch nie irgendwie... Ja, enttäuscht in Anführungsstrichen, das ist das falsche Wort, weil die Jungen dürfen ja gerne ein bisschen testen. Aber sie war bisher immer eine Musterschülerin und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn sie das dann einfach einmal für einen gewissen Zeitraum nicht macht. Da muss man sich halt drauf gefasst machen. Ich schaue einmal noch ganz kurz bei meinem Paddock vorbei. Wir haben hier übrigens einen eingebauten Gratis-Aquatrainer, weil das Wasser hier nicht abläuft auf dem Weg zum Paddock. Und ich habe gestern, weil ich so spät dran war, es nicht mehr geschafft, mein Paddock abzuäppeln. Das hole ich jetzt einmal ganz schnell nach. Okay.
kleine Planänderung. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, ich starte mit Lotti. Ich starte aber mit Cesi, denn ich hatte seine Sachen schon rausgelegt und war dann zu faul, Lottis Sachen auch noch zu holen. Ne, Cesi? Let's go! Ich habe übrigens gerade rausgefunden, dass wir erst morgen Turnier haben. Das bedeutet, ich kann jetzt nochmal reiten. Und das ist ganz normaler Alltagswahnsinn. So, Cesi geht mir momentan richtig auf den Keks, muss man einfach sagen. Er macht das beim Reiten, er macht das so gut. Aber er hat immer so Phasen, die hat er auch schon immer gehabt, also schon seit ich ihn habe. Und es ist auch völlig wurscht, ob man ihn eine Woche gar nicht geritten ist oder fünfmal am Tag reitet, übertrieben gesagt. Das ist total wurscht, er hat einfach so Phasen, da ist er einfach ultra glotzig. Und er hat mich eben zweimal fast runtergeworfen, weil er so achtmal an der Tür vorbeigelaufen ist, beim neunten Mal, es war nichts anders, wirklich nichts, hat der geglotzt und ist losgebockt wie so ein Irrer. Wo man sich dann so denkt, warum machst du das so? Und dann war die Tür plötzlich so für drei, vier Mal richtig gruselig und ich lasse mir da vor ihm nicht die Butter vom Brot nehmen, ich bleib dann fair, total gelassen, weil ich habe festgestellt, so, das geht bei ihm nicht. Zum Beispiel Cosma ist so ein Pferd, da kann man auch mal sagen, boah, jetzt reiß dich mal zusammen. Und dann merkt sie, oh, die meint das ernst da oben. Aber bei Cesi ist das so, der steigert sich da rein in einem Maß. Das heißt, Cesi ist eher so einer, wo man dann sagen muss, Mäuschen, du kannst gerne machen, was du möchtest, ist mir egal. Ich bleib hier oben entspannt. Und dann irgendwann entspannt er sich auch total. Und ja, ich bilde mir ein, dass er einfach testet immer wieder. Er ist schon richtig frech. Also schon richtig, richtig, richtig frech. Und wie gesagt, war er auch schon immer. Und aber jetzt gerade ist es so nervig. Es fing schon an damit, dass ich, als ich hier rausreiten wollte, ich steige hier immer hier drin auf, weil wir hier auch genug Platz haben. So, und dann steige ich hier auf und dann wollte ich losreiten. Das mache ich auch immer so. Aber, Freunde, nein, 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 das nicht. Das Wasser, was seit Tagen durch den ganzen Regen hier runterläuft. Heute war es eine Katastrophe. Warum? Sag mir, wieso? Ja, und das ist halt der Grund, warum ich auch sage, wenn jemand anderes Cesi reitet, dann nur jemand, wo ich weiß, der ist sattelfest, weil, wie gesagt, er ist halt wirklich ein Schatz, aber in dem Moment, wo er kein Schatz ist, darf dann niemand drauf sitzen, der Angst kriegt oder sich nicht halten kann, weil, wie gesagt, da möchte ich die Verantwortung nicht für haben am Ende. Und genau, ich mache ihn mir jetzt fertig. Ich schnappe mir jetzt als nächstes Lotti. Mit Lotti gehe ich auch hoch. Die longiere ich aber vorher, wie gesagt, heute noch ab. Und da muss ich mal gucken, was der Longierzirkel sagt. Entweder ich longiere Cosmo heute komplett. Oder sie geht heute nur Maschine. Das gucke ich mal, weil sie war gestern richtig gut. Und Siva hatte gestern Abend Equikinetik. Das heißt, mit der überlege ich, ob ich hoch auf die Rennbahn gehen soll. Vielleicht gehe ich auch mit Cosmo auf die Rennbahn. Ich guck mal. Das lasse ich jetzt heute mal ein bisschen auf mich wirken. Schon ein bisschen nervig mit dem Gegenlicht, ne? Man kann da immer nicht so viel sehen. Als nächstes habe ich mir Lotti geholt. Die kleine Maus. Im wahrsten Sinne des Wortes die kleine Maus. Die ist nämlich wirklich klein. Und ach, ich bin mit ihr aber trotzdem sehr, sehr zufrieden, wie sie ist. Ich hätte sie natürlich gerne. Ich muss ja mal gucken, was ich irgendwie. So. Ich finde, hätte sie natürlich gerne ein bisschen größer. Klein bisschen. Einfach weil sie so toll ist. Aber ja, ist wie es ist, ne? Katata hat heute Nacht irgendwie ganz komisch gelegen und hatte jetzt einfach so eine Föhnwelle. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich halt irgendwie vergessen habe, dass die Mähne auf der anderen Seite liegt. Aber nein, die liegt so. Aber egal, welche Richtung ich sie kenne, das Ergebnis ist gerade so.
es kommt auch irgendwie auf dem Handy nicht so ganz rüber. Ich will gucken, ob ich ein Stück zur Seite gehen kann. Sie hat einfach da oben so eine Welle. Sie kann aus wie so ein Barbie-Pferd. Lotti und ich sind fertig. Ich hatte heute zum ersten Mal hier diese Schabracke drauf. Und stand die auch echt gut. Und jetzt reite ich noch Cosma. Mich entschieden, dass ich reite. Genau. Eigentlich gibt es gar nicht so viel Spannendes übrig. Ich mache das, was ich jeden Tag mache. Pferde reiten und gleich noch Boxen misten. Ich hoffe, dass das Ding gleich noch geleert wird, weil da kriege ich nichts mehr rauf. Aber gut, was soll's. Ne? Cosma, wollen wir loslegen? Oben steht der Turnierparcours. Und sowohl Cesi als auch Lotti durften sich das Ganze einmal kurz angucken. War okay. Mal gucken, was Cosma sagt. Satz mit X. Irgendwas klemmt. Irgendwas klemmt. Das habe ich dann aber mal ganz schnell sein lassen. Ich finde, man merkt immer, wenn die Pferde bocken, dann bocken sie manchmal aus Spaß, manchmal, weil sie zu viel Energie haben, manchmal, weil sie sich erschrocken haben, so. Alles gut. Aber das Bocken, was ich hier jetzt gerade hatte, war wirklich gezielt nach dem Bein zu treten. Man hat richtig gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Also habe ich noch mal ein paar Runden geguckt, ob sie wieder vielleicht ein bisschen, ob sie wieder passt. Man muss dazu sagen, sie ist nicht lahm, sie läuft eigentlich ganz normal. Und man hat das Gefühl, sobald ich ein bisschen mehr vorwärts reiten will, dann klemmt's. Also nicht taktunrein, sondern dann ist das wirklich so, ich kann nicht, ich will nicht weiter. Und ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, hinten ist irgendwas blockiert. Ich habe jetzt erstmal Osteopathin angerufen. Und wir gucken, ob wir einen Termin hinkriegen. Sowas ist blöd. Das braucht kein Mensch. War auch gerade gesehen, sie hat den Schweiß ein bisschen hochgemacht. Ich glaube, sie rostet auch gerade wieder. Aber das ist nicht das, was wir wollen. So, ich müsste mich jetzt noch ein bisschen beeilen tatsächlich, denn ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen heute auf dem Zettel. Und wie es denn so ist, dauert alles immer ein bisschen länger, als man es eingeplant hat. Und deswegen fahre ich jetzt los, die Pferde, da ist alles fertig. Die haben Heu für Heu bis morgen drin. Und dann schauen wir mal. Ich habe tatsächlich schon mit einer Osteopathin gesprochen und die checkt Cosma ab und dann gucken wir mal Anfang nächster Woche erst, weil wir jetzt am Wochenende weg sind, weil wir was ganz Besonderes machen, mein Mann und ich. Könnt ihr mal raten. Es ist nicht in Hamburg, wir müssen dafür wegfahren.